für das 2024er Modell, was man ja jetzt schon kaufen kann, und zwar mehr Reichweite. Also die haben das Auto eigentlich gleich gelassen, ein bisschen die Front verbessert, nicht verbessert, verschlechtert. Meiner Meinung nach ist Geschmackssache. Die haben da mehr Plastik draufgepackt. Ich hatte noch so einen richtig geilen Kühler-Grill-Look so rum. Den haben sie dann einfach so ein bisschen weggenommen. Und ja. Der hat jetzt mehr Akku für den gleichen Preis. Da ist er ein bisschen. Ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es ein bisschen teurer geworden, aber das ist minim. Wirklich, wirklich minim. Also da musst du nicht viel drauf zahlen. Und ja, das ist dann ein bisschen schade, dass das klappt bei den Autos, was super ist, super wichtig, was ich geil finde, dass man das macht. Aber Elektromobilität ist für die meisten Firmen Neuland. Muss man einfach mal so sagen. Merkt man. Smartwatch oder Smartphones, die gibt's schon bisschen länger. Da sollte es meiner Meinung nach klappen. Mit den Techniksprüngen. Im Akkubereich. Dass natürlich die Technik immer mehr Saftpower braucht, ist das andere. Aber das lassen wir jetzt mal ausgeblendet. Was mir nicht so ganz gefällt, ist, was hier mit der Aufnahme passiert. Da ruckelt irgendwie. Irgendwie sagt Streamlabs da, fuck you, heute zeige ich dir das nicht richtig an. Irgendwie ist so ein bisschen der Wurm drin, habe ich so das Gefühl. Ich mach nur mal kurz, ich mach mal kurz hier so ein, zwei Fotos. Ich mache kurz die Aufnahme zu, ne? Und dann schaue ich mal kurz. So, scheint doch alles in Ordnung zu sein. Das ist einfach nur Streamlabs, was heute ein bisschen buggy ist. Liegt vielleicht auch daran, dass der Laptop seit gestern läuft. Und ich seit dem letzten Update einfach nur noch Abstürze immer wieder habe. Aber manchmal muss ich einfach das bisschen überprüfen. Tut mir leid, sorry. So, weiter geht's. Mit den Akkus, ne? Das ist nicht so ganz ohne, wie das aktuell so läuft. Und ja, ist so halt. Ich weiß nicht, aber man hat dann so das Gefühl. Entweder machen sie es absichtlich. Oder es geht einfach nicht. Oder man will es nicht, dass es geht. Ich meine, heutzutage ist es wichtiger denn je, dass wir ja Stromenergie speichern. Haben nicht, haben leider, wir hätten genug Strom, den wir produzieren, am Tag. Das ist Fakt. Und in der Nacht haben wir zu wenig Strom. Deshalb ist es ja umso wichtiger, dass wir ja den Strom speichern können. Stellt euch vor, wenn alle in der Nacht ihr Handy laden. Boah, was geht da ab, ey? Eieieiei. Okay, das Handy ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das frisst ja so gut wie kein Strom. Aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich versuche euch zu erklären. Dass wir halt einfach fährt am Arsch sind. Wie ich heute. Ich merke, ich bin heute richtig müde, so lazy-mäßig unterwegs. Muss dann noch für die Prüfung lernen, gleich noch ein bisschen. Das mit OBS, das fuckt mich richtig hardcore ab, was das da abgeht. Nicht OBS, ja Streamlabs, was ich nutze. Es dürfte auch überhaupt nicht so sein. Aber jetzt ist es halt so. Oh. Ja, das nenne ich mal krass. So ein Stausee-mäßig. Das könnte noch interessant werden. So, ich setze mal hier schon mal ein bisschen die Fackel hin.
dass wir hier so ein bisschen ausgeleuchteter haben. Ja. Akkus, ne? So eine Sache. Dann, ja, wir sind, Till und ich haben angefangen, einen Counter einzubinden für unser Projekt, Schrägstrich Firma, Schrägstrich, Dienstleistung, welche dann, irgendwann mal dann online geht. Ich glaube, in 32 Tagen geht die Webseite hoch. Ich werde noch nicht zu viel verraten, was ich aber schon mal sagen kann, das wird richtig wild. Und ihr könnt da dabei sein. Auf das freue ich mich wirklich. Also ich werde da in der späteren Session dann den Link noch dazu posten. Dann seht ihr eigentlich ganz gut, was wir so geplant haben. Und ja, dann machen wir eine geile Sache draußen. Dann könnt ihr uns auch dort supporten. Und, ja, ihr werdet dann sehen, was wir vorhaben. Das wird nice. Das wird wirklich nice. Kann ich jetzt schon sagen. Was nicht so nice ist, ist das, was ich vorhabe. Ich brauche ein... Also, ich will das Hühnergehege hier so. Das bedeutet, ich muss 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ich will mindestens 5. Fünferfeld, um sich austoben können. Muss dann hier noch so weiter runter. Da muss ich irgendwo die Kisten platzieren können. So, also machen wir mal hier so ein Fünferfeld. So. Und dann sollte man, dann so will ich gerne den Weg, den machen wir hier so lang. Oh, ein Apfel, geil. Machen wir hier so lang, genau. Das markiere ich mir jetzt schon mal als Denkstütze, dass ich das danach noch weiß. So. Damit wir wissen, hier wird dann der Weg durchkommen. Das bedeutet, das Gehege wird... Das Gehege wird dann... Jetzt brauche ich Erde für Bau vorstellen. Das ist dann die Außenmarkierung. Dann machen wir hier so... Ne, so. Gehege und so. So, das geht dann bis hierhin und dann... Das hier mal so. Und so. So, dann haben die eigentlich schon ein geiles Gehege. So ein Freilandgehege. Okay. Wird das so? So. Dann hier noch so. Na du? Guckst du mir zu, hä? Huh? So. Also, dann, kann man hier so zu den Hühnern. Das heißt, die Kisten, der Warenausgang findet eigentlich dann auf dieser Seite statt. Okay. Gut, lassen wir mal so. Dann brauchen wir
Trichter. Habe ich eine Schere dabei? Die Frage ist halt, ich machen wir es mal anders kurz. So. Gehen wir mal kurz hier auf Game Mode Spectator. Muss das kurz abchecken. Hier seht ihr, was für komplett geistesgestörte Sachen ich gerade am machen bin. Das ist vom Multiplayer die U-Bahn, die wir gerade aktuell aushöhlen. Und ja, die führt dann zu einer neuen Stadt, dann, wenn wir jetzt in Angriff nehmen. Also einfach mal die Verbindung, dass wir dort hat es nämlich Ressourcen, die wir sonst noch nicht haben. So, hier habe ich dann irgendwann mal die U-Bahn-Schiene, da merkt man, dass diese Power Rail fehlen. Wir machen das alles nicht im Cheat-Modus. Ich kann einfach hier rumfliegen, weil ich Admin-Rechte habe. Weil ich kurz mal was nachschauen möchte, eben, also ja, hier geht's noch viel weiter. Come on, muss ich eigentlich noch weit? Ich hoffe es nicht. Alter, habe ich den ganzen Berg durchgeballert? Man könnte es meinen, dass ich den ganzen Berg durchgeballert habe. Nicht ganzen Berg, dass ich schon eine ordentliche Strecke gemacht habe. Ja, es wird noch eine Weile dauern. Da oben ist der Ozean. Also wir gehen aktuell, hier, da kann ich kurz ausholen. Gehen wir so aktuell durch mehrere Etappen von Biomen durch. Da habe ich was ausgeleuchtet, weil das eine Wartungsschacht ist. Weil wir sind auf paar Ressourcen auf der Suche. Und ja, die müssen wir dann von A nach B transportieren können. Ah ja, da bin ich schon so gut wie zurück. Dann kann ich jetzt hier so durch, gutem Gewissen. Alter! No way, wo habe ich mich durchgebuddelt? Ah, hier sind wir durch die ganzen Minenschächte durch. Witzig, dann kann ich eigentlich jetzt hier rauf. Ja, genau. So. Ja, sieht schon krass aus, was wir hier am machen sind. Aber es geht noch krasser. Und zwar, so. Das ist mein Grundkonzept, was ich möchte. Da haben wir. Okay. Viel, viel kleiner. 3x3. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Einfach nur einen Teppich drüber gezogen. Okay, gut. Da muss ich nicht so weit runterbuddeln. Das passt. Dann gehen wir jetzt wieder in die Let's Play-Welt rein. So. Dann ran mit der Schere. Schere. Da habe ich die Schere. Oh. Ja, scheiße. Wir haben viel zu wenig Eisen. Also was ich jetzt bauen muss, ist ein Trichter. Also es sind mehrere Trichter. Zuerst müssen wir ein paar Schafe jetzt farmen. Kann natürlich sein, dass wir wieder in die Mine runtergehen. Dass wir gleich hier ein bisschen Holz farmen für Öfen. Dann mit den Öfen. Komm, ich nehme die Lamas mit. Dann mit den Öfen wieder Holzkohle für Fackeln. Ihr kennt es ja mittlerweile. Und dann
Deswegen.